Ein wunderschönes Hallo und willkommen zu meinem 43. Let's Play Victoria 2. Wir sind gerade mit einem Minikrieg zu Ende gegangen. Wir haben gegen Necht, das wäre das heutige, ein Teil des heutigen Saudi-Arabiens. Dieser Teil, da fehlt ein wenig. Ja, gehört heute auch noch zu Saudi-Arabien dazu, Hedschas. Wir haben diesen Teil angegriffen, um ihre Weltgeltung zu reduzieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob man in diesem Land noch eine Weltgeltung reduzieren kann, aber was soll's. Viel weiter unten geht es eigentlich kaum. Die haben nämlich zurzeit nichts und das in vollem Umfang. Auf jeden Fall haben wir den Krieg gewonnen, ein wenig Prestige gekriegt. Jetzt sind wir prestigemäßig noch ein Stück weit darauf gegangen. Deswegen haben wir es auch gemacht. Es hat uns nicht allzu viel gekostet. Wir sind nicht einmal in die Minuszahlen gegangen dadurch, obwohl wir eigentlich brutal mit unseren Ressourcen umgegangen sind. Ja, machen wir mal Zeit zurück. Yep. So. Nicht nur gehst du daher, du gehst sogar bis daher gleich, bis zum Schibernakel. Oh. Ein Admiral ist verstorben. Und Opal ist bankrott. Naja. Ah, der Admiral von unserer ersten Flotte. Vielleicht sollten wir die Flotten auch umbenennen. Haben wir da irgendeinen gescheiten Admiral für euch? Immerhin seid ihr der Stolz unserer Marine. Verteidigung plus 1. Naja. Angriff plus 2 Moral plus 21%. Das ist gut, das nehmen wir. Jo. Gut, ja, auch eine 14. Armee haben wir in Österreich gebaut. Ich überlege gerade, ob wir gleich eine 15. bauen sollen. An und für sich sollte das möglich sein. Schauen wir mal, wir haben nur noch eine Garde, aber das macht eigentlich nichts. Infanterie haben wir dann noch ein paar Ungarn. Mal ein paar Polen. Aus Posen, aus Baumberg. 4. Und noch, sagen wir mal, einen Ukrainer. 5. Dann haben wir zweimal. Was nehmen wir da? Einen Tschechen aus Troppau. Einen Rumänen aus Diva, einmal einen ungarischen Pionier aus Kaposvár, Dragoner, einen slowakischen aus Nitra und noch einen Husar, nehmen wir einen Norddeutschen aus Katowice. Ist das okay? Passt eigentlich. Sehr gut. Die finden sich auch alle ein, wieder in Gjör. Und da haben wir schon unsere 15. Armee. Also ihr seht, wir machen jetzt gerade volle Wäsche in das. So, Regimentserfahrung plus 5. Und Verstärkung plus 5%. Sehr gut. Wir werden, glaube ich, noch gleich weitergehen in Phänomenalismus. Weil die sind jetzt so schnell, diese Sachen. Wir wollen ruhig ein paar machen. Und vielleicht machen wir dann auch die. Okay. Muss gerade alle kommen. Der ist also daheim wieder. Boah, der braucht lang durch die Wüste. Upsi. Baden braucht Hilfe. Gegen wen? Nicht sag.
Wir haben schon wieder einen Krieg gegen Deutschland. Wir haben schon wieder einen Krieg gegen Deutschland, aber diesmal wieder Großbritannien dabei. Sag mal, spinnt's ihr? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als meine Verbündeten anzugreifen? Ihr habt's doch schon ein paar Mal eine auf den Deckel gekriegt. Ja, wir helfen euch natürlich. Ist der Kriegsgrund schon wieder. Ist die. Ach, sind schon wieder 5 Jahre Waffenruhe vorbei? Das kann es ja wohl nicht sein. Okay, wir hoffen, dass es wieder so ist wie beim letzten Mal, wo Großbritannien dabei ist, dass sich Großbritannien halbwegs raushält aus dem Krieg. Gut, wir brauchen eine neue Partei an der Macht. Wieder die Radikalen. Ja, sehr gut, dann können wir gleich da eine Dings machen. Was machen wir da? Gute Hilfe. Sehr gut. Noch mehr Leute für uns. So. Habt ihr sie nicht mehr alle? Ich bin sehr froh, dass sie nicht mit Frankreich verbündet sind. Und mit Russland. Gegen die beiden hätte ich nicht den blassesten einer Chance. So, wir schicken wieder Leute an die Grenze. Dieses Mal haben wir ja eine wirklich große, dicke, fette Grenze mit ihm. Erobern werden wir dieses Mal nichts. Wie sollten wir das auch? Erstens haben wir keine Infamiepunkte mehr, die wir da ausgeben können. So, alle Truppen an die Grenze mal, damit wir ein bisschen näher dran sind an dem Ga. Oh, nein, 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 warte mal. Ich sehe gerade, die Osmanen führen auch Krieg mit uns. Mist. Nicht alles an die Grenze. Wir erobern da mal was von denen. 30.000, 30.000. Das heißt, wir müssen da unten noch ein bisschen was ändern. Ah, gut. Ich hoffe, die Briten halten sich relativ lange zurück mit dem, was sie tun wollen. Ihr fahrt mal daher und blockiert mal so weit als geht. Geht's mal daher. Geht's daher. Ist jetzt noch nicht fertig. Gut. Drei Armeen. Und wir werden diese Armee auch da lassen. Mit den Osmanen haben sie natürlich ein Asset, wobei andererseits haben sie dadurch auch einen Verlust, weil die Osmanen werden gegen uns verlieren. Das sehe ich jetzt schon, so schwach sind wir dann doch nicht, dass wir gegen die verlieren. Wir müssen da ihre 81.000 und 36.000 Mann einmal vernichten als erstes. Puh. So, machen wir mal wieder einen Tag. Dann können wir die Steuern nämlich ändern. Gut, Steuern rauf auf 100%. Truppen rauf auf 100%. Schiffe rauf auf 100%. Puh. Ja, nochmal 95% und 90%. Oh. Trotzdem noch minus 800. Teuer, teuer. Naja, kommt davon, wenn man so viel Militär baut. Das kommt dann teuer, wenn man einen Krieg führt. So, wohin gehst du? Nach deutsche Krone. Das ist mal sehr recht.
Vielleicht kann ich dich da abfangen. Der geht nach Halle, das ist gut. Wie schnell ist jemand dort? 21. Juni, 20. Juni, wartest du noch? Na. Wart noch mit dem Angriff. Das gescheit, wenn ich das mache. Gut, die gehen noch näher ran. Und ich hoffe, diese 3000, diese drei Armeen reichen für das, was wir hier versuchen. Das sind 24.000 Osmanen, die müssen wir mal erledigen als erstes. Die gehen nach Livno. Livno. Gehst mal nach Sarajevo. Schauen wir mal, eigentlich müssten wir da stärker sein als sie. Mit etwas Glück. Etwas Glück reiben wir die 24.000 jetzt einmal auf, dann holen wir uns mal Bosnien und dann haben wir einen schönen Warscore mal. Warte, Rebellen, ist das cool. Ha, das ist ja super, das ist spitze, da kann er nämlich nicht fliehen. Wenn da überall Rebellen sind. Haha. Haha. Vielleicht reiben wir ihn dann wirklich auf. Das ist sehr gut. So, was ist mit dir, Schippernackel? Das braucht noch seine Zeit. Das braucht noch seine Zeit. Da haben wir einen Haufen wahnsinnige Osmanen, die werden wir einen nach dem anderen versuchen zu erledigen. Wir haben da jetzt ja mehr Kolonialarmeen als das letzte Mal, dass wir gegen die Osmanenkrieg geführt haben. Da sind wir damals ziemlich abgebissen. Das war eine ziemlich grausame Sache. Okay, wo ist das Schiff, das wir hier hatten? Ich habe doch ein Schiff hier weitergeschickt. Ah, da ist es. Gut. Muss da noch rüberfahren. Deswegen. Puh, und ich hatte schon Angst um mein Schiff. Gut. Ja, ist eh klar, die vernichten natürlich deutsche Rebellen. Als ob es nicht Wichtigeres gäbe. Heute angekommen. Nitz ist nach Braunberg. Du gehst weiter nach Tuchel. Ah nein, du gehst auch nach Braunberg. Schauen wir mal, was da passiert. Oder warten wir lieber. Hm. 39.000 Mann. Na servus. Sehr
gut, ich glaube, diese 56.000 werden mit den 18.000, die da noch übrig sind, von den Osmanen fertig werden. Schauen wir mal. Homberg. Okay, ihr dürft es da mal belagern. Sagen wir mal. Ich bin nicht so. Das Problem ist, dann ziehen sie sich dorthin zurück. Vielleicht sollte ich sie wirklich mit allem angreifen, was ich da noch habe. Diese 38.000 mit 60.000 Mann. Reicht das? Könnte schon sein. So, hier geht es auch noch rauf nach Bromberg. Nochmal 60.000, 90.000 können wir sie dann sogar angreifen, wenn die auch noch dazukommen. Da können wir dann die deutsche Krone vollkommen vernichten, wegen den Barbaren. Barbaren, was rede ich da? Rebellen. Irgendwas müssen wir da mit unserem Geld machen. Auf 100% drauf. Na okay, wir gehen mit der Verwaltung auf 80 und bei der Bildung auf 90% runter. Manchmal muss man solche Einschnitte wagen. Und? Wie schaut's aus? Chemnitz angekommen. Sehr gut. Ja, du bleibst mal hier. Nein, du gehst nach Aussig. Weil du wirst den Sachsen unterstützen, sollte der Hilfe brauchen. Genau, und du gehst nach Karlsbad, das passt. Die zwei sind jetzt Unterstützungseinheiten. Küste von Palästina angekommen, sehr gut. Und lagern wir mal. Ja, ist wurscht. Da warten wir, bis unsere Kolonialarmeen da sind und dann machen wir einen nach dem anderen tot. Gut. Oh, da habe ich einen schon nach Bromberg geschickt. Okay, Aussicht gut. Gut. Das ist 16.000 da. Komm schon. Fliehen, Schlacht von Sarajevo gewonnen. Goto. Umberg angekommen. Traktoren, wow, Wahnsinn. Wohin flieht der? Nach Foka hinterher. Und tschüss. Traktor, genau. Traktor. Mein Sohn ist ganz begeistert von dem, was wir alles wissen und können. Traktor, du bist für mich der Lebensmotor. Ja, er singt das Traktorenlied. Das ist ganz wichtig. Du bist so ein Traktor. Gut, Olmütz. Du wirst auch hier unterstützend eingreifen. Du bist heißer als irgendwas. Pritzwalk. Und hast noch einen Faktor. Du bist so attraktiv. Na. Jetzt teilen wir weiter. Cottbus Pritzwalk, daher geht der. Gut, zurzeit schaut es gut aus, was die Schlachten betrifft. Blockaden betrifft, wenn wir mal Berlin besetzt haben, sollte. Ich kann mal Badam und Alexandria, gut. Ich sehe noch keine deutsche Krone gewonnen. Sehr gut. Ha! Vernichtet. Suki. Sehr gut. Mhm.
daher. Na, daher. Kann sich ein bisschen erholen. So, Küste von Maskat. Das heißt, wir haben uns da. Wir holen uns da unser Schippernakel. In Dresden und Chemnitz angekommen. Sehr gut. Du gehst nach Görlitz und du gehst nach Leipzig. Kassel. Ah, ihr könnt jetzt ruhig irgendwas Sinnvolles auch machen, meine Verbündeten. Na, immerhin, ihr seid halbwegs sinnvoll. Große Truppenkontingente nicht einfach so angegriffen werden können. Mostar gewonnen. Ich glaube, du gehst nach Dresden, da bist du unterstützend für beide. Okay. Okay, da bleibst du mal stehen. Schlacht von Thorn haben wir auch gewonnen. Und weiter. Wir kesseln diese 11.000 da auch jetzt ein, langsam. Dann wieder 11.000 Mann, die wir vernichten. Tuchel haben wir auch gewonnen. Dann geht's hier nach Danzig, das ist supi. Hier geht's nach Danzig. Hier geht's nach Danzig und die 25.000 bleiben hier und erholen sich mal kurz. Deutschland hat auch mobilisiert, aber wir werden das natürlich nicht machen. Wie sieht das aus, die Schlacht hier? Ha, Danzig haben wir auch gewonnen. Damit haben wir mal diese Truppen erledigt. Der geht nach Berlin. Das gefällt mir nicht. Gehst du mal nach Halle nach, um den zu unterstützen, wenn er mal in Berlin ist. Gehst du mal nach Kufra. Gut, habe ich da noch irgendwelche Truppen rumstehen, die nichts zu tun haben? Leider nicht. Na gut. Aber da in Ostdeutschland habe ich sowieso alles unter Kontrolle. Scheint mir. Oh.
Und im Westen, das sind so diese 77.000 Mann, aber die sollten eigentlich auch nicht so ein Problem darstellen, solange ich da die 90.000 zusammenbehalte. Und da die 36.000, die sollen wir lagern und ich werde die dann versuchen mit einem von diesen Truppen, die sich gerade erholen. Erledigen. Oh, wir haben Fokker auch gewonnen. Ist okay. Ah, 30.000 wahnsinnige Osmanen. Ärgerlich. Gut, Elbing haben wir auch gewonnen. Hätten wir mal das abgeschlossen. So, gehst du mal nach Posen. Da belagern wir mal. Na, die 4.000 werden wir nicht versuchen zu retten, oder? Schwer zum sagen. Nein. Okay, Danzig haben wir mal erobert. Kümmern wir uns mal darum. Sehr gut, wir waren schneller dort. Hahaha. Und Sarajevo haben wir auch schon. Satz her. Gut, so, da haben wir diese Typen. Die gehen nach Kufra. Und gehen wir mal daher. Oder auch nach Kufra mal. Die gehen auch nach Kufra. Ist jetzt mir egal. Das war mal ein guter Anfang gegen die Osmaner, halbwegs guter Anfang gegen die Deutschen. Ein relativ guter Anfang gegen die Osmanen. Mit etwas Glück bleiben wir von den Briten noch ein wenig verschont. Wäre schön, wenn irgendjemand einen Krieg gegen die Deutschen starten würde. Oder wir versuchen mal mit Großbritannien einen Frieden. Können Sie das machen? Sie würden dieses Angebot annehmen. Naja, dann machen wir doch mal. Schauen wir mal, ob wir den Krieg gleich wieder beenden. Na, wir können nichts verlangen. Ha, wir haben Frieden. Sehr gut. Eigentlich schade, ich hätte noch warten sollen, um da noch ein bisschen Osmanen zerstören. Na gut. 14. Armee. Du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Gut, Herrschaften, ich werde das in der Pause wieder umstrukturieren. Also jede Armee an ihren Platz zurückführen. Euch wünsche ich eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Mal schauen, ob wir das nächste Mal wieder einen kleinen Krieg gegen die Deutschen führen müssen, können, dürfen, sollen. Keine Ahnung, schwer zum sagen. Mittlerweile sind wir ja schon relativ geübt darin, deutsche Truppen zu vernichten. Wer weiß, vielleicht gelingt uns das nächste Mal ja noch besser. Vielleicht sind wir dann das nächste Mal auch bei der Infamie wieder so niedrig, dass wir das nächste Mal wieder was erobern können oder zumindest irgendwas befreien können. Keine Ahnung, Hessen oder so irgendwas. Gut, oder Hannover, das wäre eine schöne Sache. Das würde ich nämlich in zwei Teile teilen. Na gut. Gut, dann wünsche ich euch gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.
Bis dann.